Okay, es geht weiter. Oh, ich dachte, ich muss jetzt husten. Also wir gucken mal, was wir ihnen das alles machen können. Zornanzeige ein bisschen erhöhen. Er hat 9. Oha, okay. Das müssen wir erstmal verstärken. Und bei ihm. Okay, da fehlt noch etwas. Okay, gucken wir uns mal die Items an, die wir letztens bekommen haben. Oder Kapseln. Hängematte. Erhöht gewonnene PP von nichts. Von Nichtgruppenmitgliedern. Ey, das ist gut. Also wenn. Achso, okay, okay. Habe ich noch bekommen? Cini-Rausch. Feinde lassen nach dem Kampf mehr als Cini fallen. Ey, das kann ich doch einmal gebrauchen. Hallo? Cini-Rausch. Das sind zwei nützliche Items. Also, was habe ich noch? Ausrüstung habe ich noch geguckt. Da gibt es auch noch ein paar Sachen. Ich habe ja diese Zeichen alle gekauft. Im Laden kann man immer finden. Erholungsemblem erhöht mal automatisch Heilung um 15%. Kriegergeist, du verdienst mehr Erfahrungspunkte, okay. Kettensturm, ja. Verletzt sich aber, ja, okay. Es geht, es geht, es geht. Okay, das reicht ja. Wir haben alles geholt. Warte mal. Und zum Kamihaus. Da geht die Story ja weiter. Und ich jetzt nebenbei Frühlingsräum. Hey, anscheinend haben sie eine Geile gefunden. Schön, dich wieder zu sehen, Mutenroshi. Ah, Streit zwischen ein Liebespaar. Yamshu! Wieso hast du dich so versteckt? Ich wette, du bist die ganze Zeit nur rumgegangen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nein, gar nichts, Bulma. Ich habe mein Training in meinem alten Versteck fortgesetzt. Okay. Ja, sicher. Okay. Na egal, wir brechen auf zum Training mit Gott. Meine Güte, ihr seid so... Ja, wir sind sehr stark, ich weiß. Macht dir etwas Sorgen, Mutenroshi? Oh nein, ich denke nur daran, wie weit ihr alle gekommen seid. Normalerweise würde ich an eurer Seite kämpfen, aber jetzt kann ich wohl nicht mit mehr mithalten. Du bist so alt, Mann. Das stimmt nicht. Nein, tut nicht so, als wäre dem nicht so. Ich bin mir sicher, beim Training kann ich nicht mit Gott mithalten. Gebt euer Bestes. Das werden wir. Nun gut, dann mal los. Hast du irgendwas zu verkaufen, Schwein? Phoenix wieder könnte ich gebrauchen. Hast du noch irgendwas Nützliches? Die kann ich alle gebrauchen. Olongsnase, damit findest du Schätze auf Karten. 50.000, okay, dafür muss ich sehr viel sparen, sehr viel sparen. Okay. Boah, Leute, wenn man Geschwister hat, wird man immer genervt. Red Wim Armee, das sage ich nur an Dragon Ball Z. Erdlingsschlag. Boah, Bora, der einzige Beschützer des Dorfes, wurde vom Militär getötet. Aber dieser Junge hier hat sein Leben mit einer geheimnisvollen Kraft gerettet. Er meint Son Goku damit? Ja, Son Goku. Was kriegt man denn hier? Schala! Hey, Schala! Das war mein erster Gedanke, als ich das mal hier gefunden habe. Chala ist ein Ausrüstungsgegenstand und kein Musikstück. Oder doch? Chala, 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 wo bist du, Chala? Da bist du. Mach dich resistenter gegen alle Statusleiden. Klingt ja verlockend, klingt ja verlockend. Okay. Und du? Upa ist so cool, ich fasse es nicht, wie stark er ist. Da hast du mich noch nicht kämpfen sehen. Die Flussquelle im Inneren der Höhle ist ein heiliger Ort. Keiner darf sich der ihn nähern. Okay. Hier kann man noch irgendwas finden. Ja, Kieffrucht war das, oder? Hier kann man noch irgendwie Z-Kombo was finden. Das
Das weiß ich doch noch. Also da war... Ach so, okay, okay. Okay. Scheiße, Mann. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Das ist ein heiliger Ort. Wenn ihr hier nichts zu schaffen habt, dann fort. Fort? Die Automarke? Was ist hier los? Vater, da sind fremde Männer. Nein. Schwör mal, wo hast du das nur erkannt? An unseren Glatzen oder was? Wir sind nicht fremd. Ja, Jerubi hat uns geschickt, um Meister Quitte zu treffen. Ich habe den Quitten schon einmal erklommen. Aber da war keiner hier. Oh, wir haben gehört, dass ihr kommen würdet. Okay. Mein Sohn, du bist sehr unfreundlich. Upa, leg die Waffe wieder. Oh. Tut mir leid. Was heißt das Verhalten meines Sohnes? Oh nein, keine Sorge. Bist du zufällig Bora? Ja, das stimmt. Dann bist du also Upa. Ja, woher kennst du denn meinen Namen? Das hat der Vater... Ach. Der Vater hat ihn auch so genannt, aber egal. Nun ja, ich bin's. Ich habe Sogoku begleitet. Junge Mann, keiner erinnert sich daran. Krillin? Ja, wie lange ist das wohl her? Du bist ziemlich gewachsen, fast hätte ich dich nicht erkannt. Dasselbe gilt für dich, Krillin. Ja, okay. Du hast dich ziemlich verändert, oder nicht? Nein, gar nicht. Er ist klein geblieben. Haha. Kann ich jetzt eigentlich weiter, verdammte Scheiße? Also hat Sogoku die Welt schon wieder gerettet, was? Anscheinend schon. Vater, jetzt ist es an uns, Sogoku zu retten. Ja, mein Sohn. Ja, das stimmt. Ach, meine Nase. Voraus liegt der Quittenturm. Jetzt los mit euch. Okay, geben die euch... Hier gibt euch jemand etwas. Das weiß ich doch noch. Da will ich noch nicht hin. Ich will erstmal das hier kaputt machen. Achso, hier war das. Ja, okay. Du brittest heiligen Boden. Ohne triftigen Grund kann ich dich nicht durchlassen. Okay. Der Sound ist wieder so behindert. Also so langsam. Im Video bestimmt wieder schnell. Ich hoffe, meine Lesequalität ist einigermaßen gut. Obwohl ich krank bin. Quittenturm, okay. Hier gab es irgendwas, das weiß ich. Hier hat meine Z... Ach so, das war ja ein Witz, irgendwas. Ja, Z-Combo Memo, Erdlingsschlag. Okay. Jetzt reden wir mit der Katze. Ja, ihr seid spät dran. Es ging nicht anders. Es ist viel passiert. Wir haben viel trainiert. Also bitte, was soll der ganze Krach? Ja, genau. Diese Typen haben so lange gebraucht, um herzukommen. Ich dachte schon, sie könnten nicht trainieren. Halt die Fresse, Fritzer, geh mal joggen. Meister Quitte, schön dich zu sehen. Habt ihr es eigentlich geschafft? Ich hab mir angesehen, was unten vor sich ging. Also könnt ihr wohl nichts dafür. Dann brechen wir auf zu Gott. Boah, meine Lesequalität ist mal so beschissen. Vorher. Möchte ich euch noch um einen kleinen Gefallen bitten? Boah, meine Nase, Mann. Einen Gefallen? Ja, genau, es geht um Sensoborn. Sensoborn? Ja, ich züchte sie am Boden des Turms und habe vergessen, sie zu gießen. Die Setzlinge sind total ausgetrocknet. Sie sind ausgetrocknet? Genau, ihr könnt ihr für mich runtergehen und das Wasser holen, das ich für den Senso-Anbau brauche. Was? Wir klettern den ganzen Weg hoch und jetzt schon sollen wir wieder runter? Reg dich nicht auf, Krillin, das ist ein Teil des Trainings. Meister Quitte, wir führen die Aufgabe gerne aus. Ich zähle auf euch, aber nur damit ihr es wisst, das Wasser, das ich für die Senso-Pflanze benötige, ist kein normales Wasser. Wo können wir es finden? Es gibt eine Höhle im Heiligen Land. Das Wasser kommt aus einer Quelle tief in der Höhle. Sie heißt Einsiedlerquelle. Macht ihr es? Sicher, Einsiedlerquelle, richtig? Ich wäre euch sehr dankbar.
Okay, hier findet man eine Set-Memo. Okay, und ja, Jerubi, hast du irgendwas zu sagen? Und was haben wir Neues gelernt? Kranich irgendwas? Ach, Wolf sein Faust und Dreifachstrahl, himmlisches Licht. Das war das Ding, was ich bei Anin gefunden habe. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Erdlingsschlangen, jetzt haben wir alles gefunden. Von Schriftrollen. Kamehameha-Fieber habe ich auch. Das habe ich bei den Typen, also im Turnier gefunden. Die anderen Teile kommen noch. Und es gibt eine Lösungsseite, wo man sehen kann, welche Charaktere man braucht, um die Z-Kombos zu machen. Ich habe schon rausgefunden, welche das sind. Okay, jetzt sind wir wieder unten. Jetzt geht's mal in die Höhle rein. Also das ist die heilige Quelle. Aber wusstet ihr bestimmt schon längst. Ja, Digga, die... Platonische Energie. Platonische Energie. Sehen wir uns das mal an. Platonische Energie. Platonische Energie. Destructodes. Okay, das ist er. Okay, dann gehen wir mal rein. Ins Getümmel. Nach dem ganzen Text und Geschwafel. Und die Lesekunst, die ich hier da biete. Wir sehen uns mal an, wie wir hier rumkommen. Hallo, gibt's hier nichts oder was? Leck mich doch. Okay, ein Riesenfisch. Kamehameha und heftiger Angriff. Ach, ich muss auch gleich einen Cut machen. Seht euch den Schaden an, den jetzt schon Yamshu macht. Nachdem ich gelevelt habe. Wenn der Fisch noch überlebt, dann zeige ich euch noch ein Z-Kombo. Aber wenn er noch überlebt, aber anscheinend wird er nicht überleben. What? Okay. Bitte stirbt nicht. Oh, leckt mich. Okay, 2 Level Ups. Das ist gut. So und so. Eine Karotte. Okay, dann hoch mit uns. Dann ins Wasser. Ich zeige jetzt nur alle Gegner, die in diesem Level sind. Danach schneide ich die ganzen Kämpfe wieder raus, wie immer. Also ab jetzt werde ich das jetzt machen. Und Angriff. Ich hoffe, er stirbt jetzt. Und das Ding, was die grüne Anzeige, das, also was das heißt. Ich habe sein also die Einsen, was jetzt an seinem Namen steht, das heißt nur, dass er für jeden Schlag HP bekommt, 1 oder so. Das habe ich durch ein Ausrüstungs-Item, was ich ihn ausgerüstet habe, kriege ich diese Ability. Kann ich euch gleich zeigen, welche das ist. Ah, hier stirbst du mal, Krabbe. Danke. Okay, also kurz zeigen die Ausrüstung. Absorberarmband, das absorbiert Leben von ihm. Okay, das ist alles. Wir sehen uns das nächste Mal. Boah, meine Nase.